Seit etwa 40 Jahren bieten wir in Ulm ein USA-Austauschprogramm für Studierende in den mathematisch orientierten Studiengängen an. Diese Möglichkeit, an amerikanischen Universitäten zu studieren, sucht seinesgleichen. Was macht diesen Austausch so einzigartig? Dass es eine einmalige Möglichkeit ist, ein Jahr im Ausland zu studieren, zu leben und sich den Auslandsaufenthalt durch die Teaching Assistant Stelle zu finanzieren. Unsere Studierenden machen in einem Jahr zusätzlich zu ihrem deutschen Master einen regulären amerikanischen Master of Science. Dadurch, dass die Studierenden als Tutoren an der Gastuniversität tätig sind, verbessern sie nicht nur aktiv ihre Englischkenntnisse, sondern auch der teure Lebensunterhalt in den USA ist voll finanziert. Also ich habe was verdient an der Uni, eben als Unijob. Ich hatte keine Studiengebühren, auch durch diesen Unijob. Die in den USA bestandenen Vorlesungen werden bei uns anerkannt. Und durch den über die Jahre hinweg bestehenden Austausch gibt es auch immer Ansprechpartner vor Ort. So ist es nicht selten, dass die Wohnung oder das Auto von Ulmer Studierenden zu Ulmer Studierenden übergeben wird. Programms, dadurch, dass es schon knapp 40 Jahre lang läuft, werden die Wohnungen, Autos, Fahrräder und so weiter in der Regel einfach weiter vererbt von Ulmer Generation zu Ulmer Generation, sodass das überhaupt gar kein Problem ist. Bei mir in Milwaukee ist es tatsächlich schon so, dass diese Wohnung, wo wir leben werden, schon als German House durchgeht, dadurch, dass es über viele Generationen immer die Deutschen, die Ulmer, dort drin gewohnt haben. Wie werden die Studierenden auf das USA-Programm aufmerksam? Bei mir war es wirklich so, dass ich da selber im Internet darauf gestoßen bin und mich da dann darüber informiert habe. In den ersten Semestern haben schon an diesem Austausch teilgenommen oder haben mir erzählt, dass sie dort teilnehmen werden. Und das war dann das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Und dann gab es im fünften Semester auch mal noch eine Veranstaltung dazu und dann kam das so langsam in die Wege. Verlängert sich das Studium durch den einjährigen Aufenthalt in den USA? Noch davor noch ein Praktikum eingeschoben habe und somit drei Semester hier hatte, bevor ich jetzt in die USA rübergehe. Dadurch wird es insgesamt ein Tick länger als normal. Jedoch könnte man das auch besser abstimmen, indem man einfach zwei Semester hier studiert, zwei Semester drüben studiert, sich die Vorlesungen gegenseitig anrechnen kann und dann im Endeffekt hier nur noch die deutsche Masterarbeit schreiben muss und dann innerhalb von fünf Semestern zwei Masterabschlüsse hat. Die Organisation dieses Studienaufenthaltes benötigt eine gewisse Vorlaufzeit von mehr als einem Jahr. Zwei Semester vor Antritt des Auslandsaufenthaltes muss der Bachelor abgeschlossen sein. Die Durchschnittsnote sollte mindestens 2,0 betragen. Weitere Voraussetzungen sind der TOEFL und der GRE-Test. Es gab viel. Also erstmal, als wir angekommen sind, war unsere größte Schwierigkeit, dass es total warm draußen war. Aber wenn wir irgendwo essen gehen wollten, dann haben wir gefroren, weil die Klimaanlagen so kalt gestellt waren. Mittlerweile haben mehr als 700 Studierende an diesem Austauschprogramm teilgenommen. Jährlich kommen etwa 20 Studierende aus Ulm in den Genuss, zu unseren Partneruniversitäten in Amerika gehen zu können. Ein Jahr in Amerika mit der Universität Ulm war top.